Herzlich willkommen im Wetz. Heute zu einer Umfrage zum Thema Wollen. Und ich bin schon wieder zu spät und jetzt gehe ich schnell zum Hafen und kaufe mir Uhr, damit mir das nicht wieder passiert. Demnächst ist eine Wahl. Welche? Ja, die Nationalratswahl. Nationalratswahl. Die Bundesregierung wird neu gewählt. Nationalrat. Es stehen so viele Plakate herum. Wer von den Politikern gefällt Ihnen am besten? Der Faymann. Ja, nur der Faymann. Sehr ganz klar. In Van der Bellen wählen, glaube ich. Die Grünen. Der Haider. Ganz ehrlich gesagt, gar keiner. Ich kümmere mich um das wenig, muss ich sagen. Wirklich. Ich kenne Walterer, der tritt ja down zur Wahl, aber gefallen tut mir momentan keiner, muss ich sagen. Eigentlich mit gar keinem. Weil man eigentlich keinem mehr glauben kann. Jeder verspricht viel und ja, von der Mehrwertsteuerhalbierung halte ich gar nichts. Ja, ich meine, gut gefallen ist übertrieben. Also sind alle ein bisschen eine Schlawiner. Ne? Wenn ich sagen möchte, liegen tut er jeder. Und ich kann heute noch nicht sagen, wer mit der Bessere ist. Gar keiner. Der Strache. Also, ich bin eher für Blau, nicht für andere Parteien. Und warum? Ich sage einmal, weil der Strache mir was dem, was er durchsetzen will, am meisten taugt. Ja, also sie haben zwar ziemlich viele Sachen, was sie mit der SPÖ gemeinsam haben, aber auch sehr viele Sachen, was die SPÖ halt jetzt nicht vertritt. Was ich zum Beispiel auch sehe, dass man sobald man ein Kind hat, sieht man das einfach viel anders, weil es geht sehr viel um das Geld, was man dann bekommt vom Staat. Beziehungsweise, wenn man einen Haufen Kinder hat, so wie die Ausländer, ne, und nicht arbeiten geht, dann kriegt man einen Haufen Geld. Und wenn man Österreicher ist und dann ein Kind hat und arbeiten gehen muss, kriegt man gar kein Geld. Ne. Ich kann nur eins sagen, es ist vielleicht so, es gibt generell gewisse Gruppen. Die eine ist die Arbeitergruppe. Ich glaube, für die Arbeitergruppe ist einmal rot. Weil ich glaube, wenn diese Partei nicht für die Arbeiter schaut, wer tut sonst? Ganz einfach. Und wenn wir Arbeiter kein Geld mehr haben, dann gibt es auch keine Geschäfte mehr. Und was wünschen Sie sich von den Politikern? Dass sich besser benehmen und nicht so viel versprechen, was sie nachher nicht halten. Das sollen sie anständig benehmen, nicht so streiten. Das sollen gegen die alten Politiker, früher waren es, sind die jetzt, ist das unmöglich, wie sie jetzt benehmen und wie die alten früher gegenseitig respektvoll waren. Dass sie das halten, was sie versprechen. Das Ganze ist nur Gold aus der Schmeißerei. Weil es kommt der gleiche Dreck raus wie da war. Ja, dass es nicht so ist wie im Kindergarten und immer nur gestritten wird und voller Beamtung gesucht wird, sondern dass einmal was für die Allgemeinheit gemacht wird. Das ständige Hickhack, das nervt. Ja, dass es ein bisschen fair runtergeht alles. Dass es nicht so viel streiten. Was ich wünsche dir? Das, was sie reden, dass sie es endlich einhalten würden. Naja, mehr Durchsetzungsvermögen würde ich mir wünschen. Und dass sie nicht so viel versprechen, was sie nicht halten können. Ja, dass der Diesel, der Benzin ganz billig wird, weil jetzt wäre dann L17 zu machen. Das wäre super, wenn der dann billiger wäre. Erstens ist, dass man die Gesundheit, für die Gesundheit und nachher die Lebensmittel und alles das, was billiger wird. Und was könnte man auch sagen? Ja, die Pensionen dürfen sie uns nicht kürzen und das wäre mein Anliegen. Und wenn du dir vom Politiker was wünschen kannst, was würdest du wünschen? Ja, sichere Arbeitsplätze. Ja, immer Zukunft für unsere Kinder. Mehr Ferien. Ja. Von der Politik, dass sie vielleicht Familien mehr unterstützen. Das ist eigentlich ein Wunsch, weil das ist fällt momentan ein bisschen drunter. Besser öfters miteinander als ständig gegeneinander arbeiten. Oder von der EU weg. Das, was der Strache eigentlich hervorhat, auch wenn es viel Geld kostet, aber wäre vielleicht gar nicht blöd. Dass man nicht zu viel in den roten Stand rücken, in den Schuldenstand. Ich glaube, das ist einmal ganz wichtig. Aber nur, das wird sich nicht vermeiden lassen. Es ist einfach so. Der Wunsch wäre an die Politiker eigentlich, dass sie zusammenarbeiten. Sie vergessen, dass eigentlich, dass wir die Wirtschaft sind.
Ich mir wünsche nicht eine Schiffsreise. Was wird gewählt? Ich denke, jede Partei wird gewählt. Die eine mehr und die andere weniger. Das war die heutige Umfrage zum Thema Wahlen im Wetz. Wie Sie merken, sind die Menschen nicht wirklich begeistert von der Politik. Und ich trinke jetzt nur einen Kaffee und dann gehe ich auch heim. Auf Wiedersehen.